Allgäu TV Spezial. Ja, vorgestern war hier der Teufel los oder besser gesagt der Buchhorn-Joker. Der ESV Kaufbeuren gewann hier nämlich gegen den Tabellenführer, die Bietigheim Steelers. Es läuft also derzeit bei den Rot-Gelben. Aktuell steht man auf Rang 5 der DEL 2 und damit auf einem direkten Playoff-Platz. Wir ziehen heute Bilanz über die bisherige Saison des ESVK und was heuer drin ist. Beispielhaft starten wir deshalb nochmal mit dem Sensationssieg vor wenigen Tagen gegen Bietigheim. Eins. Zwei. Drei. Und Nummer 4 ins leere Tor. Am Ende heißt es 4:1 gegen den Tabellenführer Bietigheim. Die Edgar Schwaben Arena kochte einmal mehr. Die Joker sind so gefährlich wie seit langem nicht. Ein echter Spitzenreiterschreck. Zwei Tage nach dem fulminanten Heimsieg ist die Stimmung natürlich noch immer gut. Im Kraftraum wird gelacht, aber auch hart gearbeitet. Denn einen Tabellenführer besiegt man nicht mal einfach so aus Zufall. Und zuvor noch der 6:1-Sieg in Frankfurt, ein weiteres Top-Team der Liga. Da steckt viel Arbeit dahinter. Zwischen den Heimspielen gegen Bietigheim und Riesersee haben wir das Team um Trainer Andreas Brockmann begleitet. Ja, beide Spiele. Man braucht nicht drüber reden. Frankfurt ist der deutsche Meister. Waren zu dem Zeitpunkt Tabellenzweiter. Haben mit Sicherheit ein bisschen Probleme gehabt, aber die waren auch wieder komplett und wir haben ein hervorragendes Spiel. Es war jetzt nicht, dass wir mit Glück in Frankfurt gewonnen haben und auch das Ergebnis selber. Und hier zu Hause, gut, wir haben letztes Jahr gegen Bietigheim schon dreimal gewonnen und wir haben unsere Attribute ins Spiel gebracht. Das heißt, wir sehr viel laufen, sehr aggressiv spielen und alles. Weil wir sind natürlich auch keine Mannschaft, wo jetzt unbedingt technisch dann mit diesen Top-Mannschaften mithalten können. Aber wir können 60 Minuten ein sehr hohes Tempo gehen und die Mannschaften zermürben und dann kommen solche Ergebnisse auch raus. Die Mannschaften zermürben. Das klingt erstmal spielzerstörerisch, ist es aber mitnichten. Es bedeutet, dass der ESV Kaufbeuren sehr früh den Gegner stört, ihm gar keine Zeit gibt, einen ordentlichen Spielzug zu starten. Dieses Spiel haben die Kaufbeurer dann auch am Freitag eindrucksvoll durchgezogen. Beim Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Garmisch. Die drei Stürmer sind permanent in Bewegung. Fast wie drei Kreisel laufen sie immer wieder die scheibenführenden Gegenspieler an und blockieren gleichzeitig die Passwege. Ein ausgeklügeltes System, anhand dessen man die Handschrift des Trainers erkennt. Wir spielen ein sehr aggressives Eishockey, laufstarkes Eishockey. Wichtig ist auch die Mannschaft. Es ist immer, wir haben ein paar sehr wichtige Spieler, die auch die Führung übernehmen und alles, gar keine Frage nicht. Aber auch bei uns ist jeder Spieler wichtig. Wir haben 18-jährige Jungs drin, die einen Job machen und so soll es eigentlich sein. Diese Spielweise, das System ist sehr schwer für Mannschaften zu spielen. Denn es erfordert permanente Laufbereitschaft über die vollen 60 Minuten. Die Grundlage für den Erfolg des Systems, die wird eben hier gelegt. Neben der körperlichen Fitness ist aber auch ein tiefer und breiter Kader wichtig. Weil man sieht, wir spielen mit 4 Reihen, wir spielen ein sehr aufwendiges Eishockey, das was auch belohnt wird, aber dazu braucht man dementsprechend eine Kadertiefe und das ist der Schlüssel für uns zum Erfolg. Ja, ich denke, dass wir eine gute Zusammenstellung der Mannschaft haben. Das fängt beim Kapitän an bis runter in die vierte Reihe. Von jungen Spielern über den Torwart, dass das passt alles ziemlich gut. Dann, dass wir jedes Spiel mit 4 Reihen eigentlich durchspielen. Mir fällt jetzt gerade keine Mannschaft ein, die das auch so macht, wie wir das machen. Dadurch haben wir halt immer einen Vorteil hinten raus. Und das sind, würde ich sagen, die Hauptfaktoren. Die Special Teams funktionieren auch einigermaßen. Ist auch immer wichtig. Und das sind die Gründe, denke ich mal, dass wir da ganz gut mitspielen. Ein breiter Kader ist wichtig, auch falls sich mal der ein oder andere Spieler verletzt. Kaufbeuren wurde von diesem Verletzungspech in der gesamten ersten Saisonhälfte fast schon verfolgt. Auch jetzt sind mit Florin Ketterer und Mannschaftskapitän Sebastian Osterloh zwei Stammspieler außer Gefecht. Ketterer geht an Krücken, bei Osterloh sieht es Mitte Januar schon etwas besser aus in Sachen Comeback. Ja, es war ziemlich schwierig für mich. Ich habe eine Gehirnerschütterung gehabt.
Ich wollte mich natürlich immer mit einbringen, aber habe dann selber auch verstanden, dass es einfach nicht möglich ist. Wenn es mit dem Kopf nicht stimmt, wenn man Kopfschmerzen hat und Schwindel, dann ist es schwierig, der Mannschaft zu helfen. Ich bin jetzt 4,5 Wochen nicht auf dem Eis gewesen. Und ja, man merkt natürlich den Trainingsrückstand und ich versuche jetzt natürlich so schnell wie möglich wieder alles aufzuholen, um wieder topfit zu werden. Kaum vorzustellen, dass die Joker also noch besser werden. Vor dem Spiel gegen Riesersee lag man auf Rang 5 der DEL-2-Tabelle. Und das, obwohl der Saisonstart, auch geschuldet durch den verspäteten Einzug in das neue Stadion, alles andere als einfach war. Wir haben mit Sicherheit am Anfang ein bisschen einen schweren Start gehabt, aber ist natürlich auch, wir haben die ersten 4 Wochen nur auswärts gespielt, nur ein Spiel gehabt, keinen Rhythmus gehabt, einige Verletzte. Auch wir haben dann nach der normalen Zeit, auch darf man nicht vergessen, ein paar schwer verletzte Spieler, wo komplett die Saison ausgefallen sind. Aber die Jungs, gerade auch die letzten Wochen, muss man sagen, also die halten zusammen und ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, wir können zufrieden sein. Wir sind auf dem 5. Platz, haben 16 Punkte Vorsprung auf dem 11. Platz. Und ja, wir haben gute Spiele gemacht, jetzt die letzten 2 Spiele gegen die Top-Vereine gewonnen. Wir können zufrieden sein, bloß wir dürfen uns halt nicht darauf ausruhen. Wir müssen immer hart arbeiten, im Training alles geben und schauen, dass wir vorne mitspielen können. Ja, es war natürlich eine schwierige und turbulente Saison bis jetzt. Wir sind natürlich umgezogen vom alten ins neue Stadion, haben zuerst auswärts gespielt, war natürlich äußerst schwierig, haben trotz alledem unsere Punkte geholt. Sind jetzt, denke ich mal, so nach Weihnachten oder auch jetzt, Stand heute, sind wir richtig angekommen in der Arena. Ich denke, die Leute nehmen es super an, wir zeigen ein tolles Eishockey. Also bis jetzt kann man durchaus zufrieden sein, aber wie gesagt, es sind noch 15 Spiele, da kann noch ganz, ganz viel passieren. Egal, was dabei noch passiert, auf die Heimfans kann sich der ESVK verlassen. Das neue Stadion hat den Zuschauerschnitt fast um 1.000 pro Spiel nach oben geschraubt. Durchschnittlich 2.500 Zuschauer waren in den Vorjahren undenkbar. Und die Stimmung, wie auch beim ausverkauften Derby gegen Riesersee, ist gigantisch. Den Spielern gefällt es natürlich, obwohl der Abschied vom alten Berliner Platz gerade den Kaufbeurern schwer gefallen ist. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe schon auf der einen Seite mich aufs neue Stadion gefreut, auf der anderen Seite war es natürlich meist da aufgewachsen irgendwie und auch wo ich immer, wenn ich gegen Kaufbeuren gespielt habe, ist natürlich schon, war so, es war immer schweinekalt, sage ich jetzt mal, und immer ein Hexenkessel und es war natürlich schon für einen Gegner, sage ich mal, ein bisschen unangenehm nach Kaufbeuren zu kommen und das war natürlich schon für uns auch ein kleiner Vorteil, aber natürlich jetzt mit der neuen Halle, das ist natürlich für uns auch wiederum ein Vorteil, weil du hast mehr Möglichkeiten, du hast auch ein bisschen angenehmeres Trainieren und Vorbereiten auf die Spiele. Und ich glaube, wir sind gut angekommen im Stadion. Ich glaube, jedem gefällt es und Zuschauer kommen reichlich. So soll es sein. Wir haben mit Sicherheit ein bisschen Zeit braucht, dass das wirklich unsere Heimat ist. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es unsere Heimat ist und macht einen riesen Spaß, hier zu arbeiten, hier zu trainieren und natürlich auch hier zu spielen vor einem unglaublichen Publikum, auch von den Fans, eine riesen Stimmung und alles. Und, Nicht nur die Stimmung ist bei vollem Haus gut, auch die Kassen klingeln. Lange Jahre war, das ist kein Geheimnis, das Geld knapp. Nach der Ausgliederung des Profibereichs in die ESVK Spielbetriebs GmbH ging es bergauf. Sportlich wie finanziell läge man mittlerweile im Mittelfeld der Liga, dort, wo man hin wollte. Trotzdem würde man jetzt nicht plötzlich in Geld schwimmen, meint Geschäftsführer Michael Kreitel. Ja gut, natürlich lässt es die Kasse klingeln, aber wir haben auch dementsprechend mehr Ausgaben. Die Stadionmiete und alles drumherum ist natürlich wesentlich teurer, wie es im Alten war. Auch der Erfolg natürlich setzt natürlich andere Maßstäbe. Die Erwartungen werden höher und immer wenn Erwartungen höher werden, dann werden die Preise höher. Dann muss man natürlich mithalten. Wir sind im Mittelfeld der 2. Liga angekommen, da wo wir hin wollen und uns auch etablieren wollen. Ich denke, wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir haben auch einiges schon erreicht. Sportlich steht man derzeit sogar über dem Mittelfeld. Auch im letzten Jahr konnten die Joker eine starke Saison abliefern, die beste der letzten 26 Jahre, um genau zu sein. Jetzt steht man wieder da oben, ärgert die Top-Teams der Liga und es stellt sich die Frage, wo geht es heuer hin? Wieder bis ins Playoff-Halbfinale oder sogar noch weiter? Immerhin stellt der ESVK die beste Defensive der Liga und Defense wins Championships, heißt es so schön. Defensive gewinnt Titel. Ja, das ist richtig. Das ist ein altes Sprichwort und da ist auch was dran. Aber wie schon gesagt, die Saison ist nicht vorbei. Das liegt jetzt mit Sicherheit nicht nur an dem Torwart und nicht nur an der Verteidigung, sondern die Stürmer, die machen einen unglaublichen Job nach hinten.
Man muss auch mal andere Spieler hervorheben, wie ein Floto oder ein Oppi, die unauffällig sind, aber unglaublich wichtig für die Mannschaft, was man vielleicht von außen jetzt nicht gleich so sieht. Und das macht uns aus als Mannschaft. Deshalb denke ich, dass wir Erfolg haben. Unser Ziel ist ganz klar, wir wollen die Playoffs erreichen. Nummer eins ist erst einmal die Top 10 und dann natürlich die regulären Playoffs. Und dann schauen wir weiter. Ich glaube, es ist einiges drin wieder dieses Jahr. Man hat es ja gesehen, man kann jeden schlagen. Wie weit es geht, ich meine, das wird man sehen. Da entscheiden dann auch oft Kleinigkeiten und vielleicht auch die Tagesform. Aber ich denke, dass man mit der Mannschaft auf jeden Fall das von letztem Jahr wiederholen kann. Oder vielleicht, wenn alles gut läuft, vielleicht sogar noch einen Schritt mehr. Aber wir wissen auch, wo wir herkommen und unser Ziel sind die Playoffs, Free Playoffs. Und mal wie weit es dann geht, das wird sich zeigen. Im Moment tun sich die Joker aber schwer mit dem Tiefstapeln. Zu gut ist man derzeit. Und das über die gesamte heiße Phase zwischen Weihnachten und Ende Januar. 14 Spiele in 37 Tagen. Im Schnitt geht es alle drei Tage um wichtige Punkte in dieser Phase. Das Heimspiel gegen den SC Riesersee am 19. Januar war bereits das sechste Spiel in den vergangenen 16 Tagen. Da geht es dann auch um die richtige Regeneration und Vorbereitung. Gerade nach der harten Phase, nach Weihnachten, sehr, sehr viele Spiele gehabt und alles. Dass man natürlich von der Belastung her natürlich muss man sehr aufpassen. Aber ich glaube, wir sind gut in Form. Aber wie gesagt, da muss man auch von der Dosierung her, vom Training her und sonst natürlich Kleinigkeiten. Aber es ist Woche für Woche immer was Neues. Einmal funktioniert das Powerplay, dann macht man ein bisschen mehr am Powerplay. Oder vielleicht dann die Breakouts oder auch an der Offensivzone. Es kommt immer darauf an, wie die Spiele auch laufen. Diese heiße Phase haben die Jungs von Trainer Andi Brockmann fast überstanden. Viel Grund zu meckern oder korrigieren gibt es derzeit kaum. Und auch die Partie gegen Riesersee hat sein Team im Griff. Ein ums andere Mal schlägt es im Gehäuse der Gäste ein. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Und am Ende ein sechstes Mal. 6:0. Die Erdgas Schwaben Arena kocht mal wieder. Der Garmischer Ehrentreffer geht im Jubel der Rot-Gelben so gut wie unter. Am Ende werden einmal mehr 3 Punkte gefeiert. Wenn das so weitergeht, könnte nach dem würdigen Abschied aus dem Alten ein unerwarteter Einstand im neuen Stadion folgen. Was für ein Spiel. Derby-Sieger, den Tabellenzweiten geschlagen und dann auch noch den vierten Sieg in Folge geholt. Es läuft also beim ESV Kaufbeuren derzeit. Ob die vergangene Saison die beste in den letzten 26 Jahren wiederholt oder sogar noch getoppt werden kann, das werden wir aber erst im Frühjahr oder im Idealfall im Frühsommer erfahren. Das war's jetzt erstmal von uns und von Allgäu TV Spezial. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.